So, Leute, es geht weiter in Kingdom Come Deliverance und ja, da arbeitet noch jemand. Um wie viel Uhr? Ja, okay, 10:30, aber... Also, der würde arbeiten um 10:30 abends ohne Licht. Ohne Beleuchtung. Ist klar. Okay, die Fackeln lassen wir trotzdem mal aus. Weil ich muss ja da jetzt gleich einbrechen. Ich will ja da mal die ganzen Kisten und so unter die Lupe nehmen, ne? Die Wachen sieht man ja von Weitem schon. Die müssten ja Fackeln bei sich haben. Werden wir mal gucken. Perfekt. Noch ein paar Türen knacken und Kisten knacken, die sehr schwer sind. Und dann habe ich schon eine nächste Stufe zum Üben. So, jetzt muss ich erst mal gucken, Alter. Nee, nicht rufen, Alter. Ach, Junge. Ich habe das gerade verwechselt mit Thief. Mit dem Spiel Thief. Ich müsste mal bei jedem Spiel die Tasten zum Ducken auf die gleichen Tasten verweisen. Kommen da nämlich manchmal durcheinander. Es könnte sein, dass natürlich da oben der auch arbeitet. Ich habe keine Ahnung. Der pennt auf jeden Fall da oben irgendwo. Der müsste hier irgendwo pennen. Sein Bett müsste hier irgendwo sein. Da vorne ist es. Und der ist schon unruhig, ja, weil ich so laut bin. So, hier ist das, hier ist die Kiste. Aber ist natürlich gefährlich, ne, wenn der mich erwischt. Aber das klappt ja super. Super, super, super. So, jetzt gehe ich mal reingucken. Münzrechnungen. Oh, das müsste zu einer... Das müsste zu einer, Mission, Questgegenstand sein, weil da war eine gelbe Sonne oder so ein Stern. Das heißt, irgendjemand bräuchte das Schriftstück. Ich weiß nur nicht wer. Könnte sein, dass es wieder ein Müller ist oder so. So, was ich noch machen muss jetzt, hier ist ein Questgegenstand. Ulrichs Dokumente. Münzrechnungen. Aha. Wozu ich das brauche? Keine Ahnung. Die anderen Sachen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Nur diese Sachen mit dem Stern hinten dran. Die sind noch wichtig. Okay. So, das nächste wäre... Bei dem anderen Bauern da dieses komische Schutzärmel zu klauen. Genau. Der müsste mittlerweile pennen. So. Das heißt, ich werde erstmal hingehen, aber mit der Fackel, damit die Wache keinen Verdacht schöpft. Da war irgendwo noch eine Kiste, die sehr schwer zu knacken war. Ich könnte mal nochmal gucken beim, vielleicht beim Schmied hier. Der arbeitet auch nicht mehr, also. Sehr leicht. Ne, leichte Kisten sind immer scheiße. Ansonsten liegt hier nichts. Beim Fleischer war, glaube ich, noch was. Wer ist das? Wächter. Okay. Ich glaube, hier war noch eine Kiste. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal in die Hocke. Oh ne, das ist zu gefährlich. Leichtes Schloss. Ne, leichte Schlösser. Da ist nie was Gutes drin zu finden. In leichten Kisten. So. Mal gucken, wo der andere Bauer ist.
Ich frage mich, ob es einen HD-Texturenpack gibt für das, also. Oder ein Mod. Für. Noch mehr schöne Natur. Also schönere Natur, meine ich. Wo zum Beispiel auch man Bienen summen hören kann und so Krams. Vögel. Grillen. Obwohl, das hört man auch schon teilweise hier. So, warte mal, ich war zu weit. Und nicht, dass der hier noch nachts rumläuft. Alter, der läuft immer noch rum nachts. Geh mal pennen, du Depp, Alter. Komm, ich warte noch 2 Stunden. Der scheint ja den ganzen Tag nur rumzulaufen, ey. Und das ist echt gefährlich. Man müsste sich wenigstens vermummen können, irgendwie, dass die Diebstähle nicht mehr so auffallen. Dass die Leute sich nicht an deren Gesicht erinnern können. So ein Tuch vor dem Gesicht oder so, das wäre nicht schlecht. So. Okay. Jetzt scheint er im Haus zu sein. Ja, ich glaube, der ist wieder zu Hause. So, ich denke mal, der pennt da drin, okay. Hier müsste der drin pennen. Ja. Das Gefährliche ist halt jetzt Taschendiebstahl durchzuführen. Hey! Oh Junge, wieso ist der wach? Wieso ist der wach, Alter? Wer ist da? Noch etwas? Gott sei mit dir. Lebe wohl. Toll. Ah, das ist eine harte Nuss, Alter. Echt. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich den da... Läuft dem jetzt die ganze Zeit hinterher, oder was? Das ist sein Ernst, oder was? Was hast du hier zu schaffen? Boah, Junge, komm, verpiss dich. Geh mir nicht auf den Keks. Ja, dann geh ich hier hin. Sich ab. So, ich merke, ich bin noch zu schwer angezogen. Ich brauche für die Mission. Ne, nicht aufsitzen. Nochmal. Ich brauche für diese Mission unbedingt leichte Rüstung. Also alles Schwere weg. In die Satteltasche. Alles schwere Kettenbeinlinge. Gutenberger Handschuhe. Ah, kann ich mehr tragen? Okay. Zeig mal her, was könnte ich da noch anziehen? Den Helm habe ich noch auf. Dann könnte ich, die gepolsterten Beinlinge. Einen Hut brauche ich noch. Kapuzenschal brauchen wir nicht. Sag mal, wo ist denn hier ein Hut? Hier so ein blauer Chaperon oder wie das Ding heißt, keine Ahnung. Diese Beinlinge. So, edle Stiefel habe ich ja schon an. Gefärbte Schulterplatten. Brauche ich die überhaupt?
Ja, ich habe noch keine an, glaube ich, so. Was noch, was noch, was noch? Den Hut, dann können wir das Ding hier wegmachen, hoffe ich. Ja, sehr gut. Ach so, das sind zwei gleiche, ich Idiot. Ja. Die Panzerhandschuhe noch und die verzierten Beilinge, die lassen wir halt an, oder? Ah, kann mein Pferd wieder nicht nehmen. Dann brauche ich einen Ersatz irgendwie. Ach komm, wir lassen die Dinger an. So, das reicht jetzt mal, würde ich sagen. Wie laut sind wir? Immer noch laut wegen diesen gepolsterten Beinlingen da. Ach, Junge. Ansonsten habe ich nichts für die Beine. Kann ich vielleicht irgendwas noch wegschmeißen? Das Schwert hier ist. Ich weiß nicht, ob das ein Questgegenstand ist. Eigentlich nicht. Familienerbstück, ja. Das behalte ich lieber noch, komm. Wer weiß, ob ich das nochmal brauche. Dolch, Bürgerschwert können wir wegschmeißen. Inventar, nimm du mal jetzt diese Dinger hier. Geht das noch? Was sind die so schwer? Kettenhaube. Leichte Lamellenrüstung. Mailänder, Panzerhandschuhe. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich habe da noch so viel gute Sachen. Irgendwas muss ich aber noch wegwerfen. Das Hundefleisch vielleicht noch. So, jetzt dürfte er vielleicht wieder. Ziehen wir das hier an. So, mach die Dinger mal weg jetzt hier. So, perfekt. Hoffentlich reicht das. Ich habe zwar das Ding noch an. Oh Mann. Es dauert wieder ewig. Das ist auch noch ein Questgegenstand, das muss ich auch noch lernen. Damit ich dem komischen Bauarbeiter da in der Krankenstube in Sasau so einen Schlaftrunk mache. Ich muss hier auf jeden Fall irgendwo was wegschmeißen. Seelenschlitzer, machen wir das mal weg. So. Jetzt gehe ich hier nochmal hin. Das da. Oh, Junge. Edles langes Kettenhemd, gefärbte Blablabla. Diese Beckenhaube ist sau viel wert, ey. Die muss ich unbedingt verkaufen. Deswegen, also. Ich will hier nicht alles wegschmeißen. Edle Kettenhaube, dann habe ich noch eine normale Kettenhaube. Schmeiß mir die weg. Geht das jetzt? In die Satteltasche. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, was falsch gemacht. Oder? Lass mal das so, wie es jetzt ist. Sag mir nicht, dass er mich schon wieder gehört hat. Unmöglich. Ich mach mal die Fackel weg, Junge. Vielleicht stört die Fackel auch. Vielleicht ist er deswegen aufgewacht. Oh, sei ruhig, Junge. Jetzt könnt, wenn ich wüsste, ob der jetzt pennt, ey.
Es könnte auch hier drin sein, ja? Also. Alter, sagt man nicht, dass er das jetzt wieder gehört hat. Wie kann ich hier langsam schleichen? Das habe ich hier noch nicht rausgefunden. Also in der Kiste liegt es nicht, weil das zeigt direkt da aufs Bett. Umhauen könnte ich ihn. Da ist er nicht tot, oder? Wenn ich ihn umhaue. Ach komm, ich versuche das einfach zu stehlen. Scheiß drauf. Habe ich es geklaut oder nicht? Nee, das kann nicht sein. Warte mal. Ich habe es doch gar nicht rausgenommen. Ich habe es, glaube ich, gar nicht rausgenommen aus dem Inventar. Questgegenstand, zeig mal her. Nee, ich habe es nicht rausgenommen, ich Idiot. Nochmal. Warten und dann nochmal probieren. Komm, gib hin, Junge. Hör auf, dich so zu bewegen. Mit deinen Käsemauken hier, ey. Okay, ich hab's. Ich hab's, Leute. Ich hab's. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich hab's geklaut. So, wen können wir noch ausrauben? Wo kann ich noch rein? Die Nacht geht noch 2-3 Stunden, sagen wir mal, bis die Leute aufwachen. Ich könnte zum Beispiel ins Kloster gehen. Das ist gut. Das Amulett haben wir auf jeden Fall schon mal. So. Müssen hier eigentlich alle schlafen. Das heißt, ich könnte mal gucken, ob ich diese Tür knacken kann. Oh ja, das geht. Perfekt, Leute. Natürlich will ich auch nicht ins Kloster gehen, weil das wäre zu gefährlich. Aber man kann ja mal gucken, was da drin liegt, ne? Schön Kloster bestehlen. Wird ja keiner drin pennen hier, oder? Ich glaube nicht, dass hier Wachen rumlaufen nachts. Brandwein, Wein, Met. Nee, brauche ich alles nichts. Brauche ich alles nicht. So. Alter, ist hier dunkel. Oh, eine Wand. Okay. Radieschen. Na ja, toll. Die Küche. Oh, da kommt jemand. Okay, ich gehe raus. Ich gehe raus. Der Typ war immer noch wach, Alter. Krass. Vielleicht kann ich eine Mönchskutte klauen. Hier. Kann ja sein, dass ich hier dem anderen Seite Kutte klauen kann. Er pennt ja eh hier. Dann machen wir Tür zu. Und dann gucke ich mal, ob ich dem seine Kutte klauen kann hier. Ob ich da keiner wach da drin. Sehr schwer. Hm. Nicht für mich. Oh, zu kompliziert, Alter. Nee. Oh, Junge. Kann nicht
Okay, ja, da gibt's hier nichts. Tut mir leid. Ich kann mal bei dem gucken hier. So, nochmal gucken bei meinem Gefährten. Der hatte doch noch ein Buch für mich, das ich lernen kann. Hier ist noch was. So, wir haben hier noch sau viel Sachen. Grundlagen des Reitens. Rezept für Schlaftrunk. So. Das nehme ich auch mal mit. Das wird wahrscheinlich zu schwer sein. Oh, cool. Aber leider nicht viel. Nichts, was ich brauche. Alles Schrott. Der dürfte direkt hier pennen, nehme ich mal an. Ja. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich, Leute. Oh, oh. Oh, das hat geklappt. Oh, geil. Ein Rot. Okay. Ich brauche eh rote Klamotten. Verlässliche Klinge. Was ist das? Was Neues? Braune Steppjacke. Nehme ich auch mal mit. Komm, scheiß drauf. Ansonsten brauche ich hier gar nichts. Hä? Singen die im Kloster schon? Oh, ich glaube, der ist aufgewacht. Schnell raus hier. So. Wir haben 4.30 Uhr und die Mönche singen schon im Kloster, Alter. Was? So, was haben wir denn hier Schönes geklaut? Rüstung. Braune Steppjacke. Ne, modisches Hemd finde ich besser. Edle Stiefel. Gefärbter Gambeson. Geknüpfte. Tatsächlich, das sind die Klamotten von dem anderen. Roter Spitzhut. Ja, gefällt mir aber nicht. Irgendwie. Da passt trotzdem irgendwie nichts zusammen. Okay, dann werde ich jetzt hier mal warten. Questgegenstände, gucke ich mal kurz. Nahrung, sonstiges. Kann ich das lesen? Ja. Kriegt mir bloß nichts, ja. Okay. Fertigkeitsstufe. Reicht nicht aus. Werden wir noch ein bisschen reiten lernen. Dann dieses komische Rezept für den Schlaftrunk. Und dann werde ich mal gucken, dass wir das im nächsten Teil dann brauen werden. Diesen Trunk. Und ob wir den unruhigen Bauarbeiter zufriedenstellen können. Und
das Amulett natürlich abgeben, das ich jetzt geklaut habe. Das war eine ganz schön harte Nuss da, dieser Typ. Ja, ich habe genug gelesen, schade. Dann kann ich das... Das kenne ich bereits. Ach, Junge. Mach mal die Fackel weg. Hallo? Grüß dich, Heinrich. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Na, kenne ich doch schon alles. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Mach's gut. So, das war's eigentlich. Energie habe ich nicht mehr viel, also ist das wird da unten auch angezeigt, dass ich hier pennen gehen soll. Das wird gefährlich, wenn jetzt Banditen kommen und so. So, wo soll ich das Amulett jetzt nochmal abliefern? Bei dem Müller in Meerhoyet oder bei Meerhoyet? Ah, bringe dem Knecht das Schutzamulett, hä? Der ist hier? Hä? War das nicht der Müller da irgendwo in der Nähe? Ich glaube, hier war der Müller. Der wollte doch, dass ich das Amulett klaue. Der Knecht arbeitet für den Müller und der befindet sich jetzt hier in der Stadt, okay? Alles klar. Ja. Vielleicht im Wirtshaus. Ein paar Bierchen saufen. Wieso rennt der weg? Ja. Hat er irgendwas angestellt, hä? Junge. Wo laufe ich denn hin? Hä? Da oben ist er? Wieso ist er an der Fleischtheke? Ja. Verstehe ich es zwar nicht ganz, aber okay. Und was macht er hier? Oder habe ich da irgendwas verwechselt? Das ist doch der Knecht, oder? Bauerngehilfe. Hä? Bleib doch mal stehen, Junge. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Hier hast du den Beutel des Bauern. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht. Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit. Was hast du noch? Als ich für den Bauern gearbeitet habe, habe ich mich in seinem Markt verguckt. Nur hat sie einen anderen, einen Tuchhändler. Der beschenkt sie und dagegen komme ich nicht an. Klau den Schal, den sie von ihm hat. Was hast du denn mit dem Schal vor? Ich juble ihn wem anders unter und sag dem Tuchhändler, dass sein Liebherzchen seine Geschenke nicht wertschätzt. Er ist eifersüchtig und wird durchdrehen. Ah, nee. Oder? Aber das kann... Ja, ich weiß nicht. Das will ich nicht machen eigentlich. Das wäre gemein. Ja, keine Ahnung. Ach komm, das ist zwar nicht nett, aber was juckt mich das? Wie viel ist dir die Sache wert? Keine Sorge. Ich bezahle dich mit Groschen. Lebe wohl. Ich lasse ihn einfach auffliegen. So. Was war denn mit dem Müller im... Verstehe ich nicht ganz. Der wollte doch auch was von mir haben. Fundsachen. Wunder dieser Welt. Carbons Knappe, ein Mann Gottes.
Nun muss ich nach Nochrovna zurückkehren und die frohe Kunde überbringen, dass der Pfarrer in Kürze dort eintreffen wird. Okay, das habe ich auch noch nicht gemacht. Hä, wo ist denn das? Sag mal. Ich weiß, der Müller hat gesagt, der... Ach, Quatsch, der Müller sagt mir das doch. Er hat, glaube ich, gesagt... Hier. Diebische Müller Simon. So, was sollte ich hier nochmal machen? Stiel für Müller Simon, wertvollen... Ach, stimmt ja, das war der Stoff. Ich Idiot. Das war nicht das Amulett, sondern das war der Stoff. Beim Stoffhändler, stimmt doch. Ach, verdammt. Ja, jetzt, na gut, jetzt haben wir schon wieder Tag. Ah, verdammt. Und Rovna ist einfach zu weit. Um denen zu sagen, dass der Pfarrer da kommt. Ich glaube, ich werde in die Stadt gehen und werde mir da einen Schlafplatz suchen. Und werde da pennen bis nachts. Dann werde ich dem Schneider das Zeugs klauen. Und dann kann ich wieder... zum Müller gehen. Und dann gehen wir nach Rovna. So. Ah, viel um die Ohren hier, ey. Ob Rind, Huhn, Wild oder Schwein, fett oder mager, wir haben alles. Kommt und überzeugt euch selbst. Pech beim Würfeln? Hasenpfoten aller Farben, Formen und Größen. So, bekomme ich hier irgendwo einen Schlafplatz? Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Gott behüte dich. Ich könnte einen Happen vertragen. Okay. Wo ist der Wirt, Alter? Wieso ist die Kneipe zu? Was ist das für ein Müll? Also pennen kann ich hier auf jeden Fall nicht. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Gott sei mit dir. Ich werde nochmal die andere Schenke gehen. Ja. 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 Gott sei mit dir. Möge Gott über dich wachen. Schön, dich zu sehen. Ich suche nach ein paar Leuten, über die du etwas wissen könntest. Wenn sie hier einkehren, vielleicht. Aber bei einer Garnerei helfe ich dir nicht. Mir kam zu Ohren, dass ein paar harte Kerle hier Leute anwerben. Haben sie hier gespeist? Oder etwas ausgeheckt? Es gab da ein paar Zänker, die sich hinter der Schenke prügelten. Sie haben so einen Lärm veranstaltet, dass ich mich beschwerte und die Stadtwache sie vertrieben hat. Die habe ich nicht gemeint. Ich suche nach Leuten, die immer wieder Söldner und Halsabschneider anwerben. Davon weiß ich nichts. Alle heiligen Zeiten heuert ein Händler eine Eskorte oder Gehilfen an, aber nichts weiter. Und regelmäßig kommt keiner. Das würde mir auffallen. Mhm. Weißt du zufällig, wo die Raufbolde stecken, über die du dich beschwert hast? Nicht den blassesten Schimmer. Bin nur froh, dass ich sie los bin. Haben die Pferde in den Ställen verschreckt. Du weißt nicht zufällig etwas von Schurken in der Stadt. Mir kamen schon ein paar Geschichten zu Ohren. Aber ob sie wahr sind, weiß ich nicht. Manche hören sich auch einfach gern selbst reden. Und über wen gibt es die meisten Gerüchte zu hören? Müller Simon. Das heißt, er wäre stinkreich. Aber dass das Geld nicht von der Mühle käme. Humbug. Die Leute wissen nicht, was eine Mühle einbringen kann. Sonst noch etwas? Ja,
Der Schinder soll den Leuten böse Blicke zuwerfen. Zum Beispiel denen, die nicht in der Gunst des Vogts stehen. Aber das ist bestimmt nicht das, was du hören wolltest. Hab Dank, Wirt. Gerne. Kann ich dir etwas zu essen oder trinken anbieten? Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Gut. Für wie lange? Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Das mittlere Zimmer ist deins. Okay. Auf bald. Gut. Für mehrere Nächte. Wie viel, wie lange? Eine Woche oder was? Oder gehört das Zimmer jetzt mir komplett für den ganzen Monat? Kann ja sein, ne? Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Kommst du mit auf mein Zimmer? Wo soll ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe. Ja, ja, das kenne ich ja schon. Möge Gott über dich wachen. So, Leute, dann werde ich es beenden. Bitte schlafen und speichern. Bis Mitternacht. Und dann werden wir uns um den Schneider in Sasau kümmern. Dann sage ich mal gute Nacht und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann.